So, kommen wir jetzt zum Sauerkraut. Das hatte früher natürlich eine wichtige Bedeutung, weil es ja Vitamin C-Lieferant war. Damit wir das jetzt wieder ein bisschen deftiger gestalten, nehmen wir dann Bacon, Möhre und Zwiebel noch dazu. Im Laden gibt es das natürlich schon eingesauert zu kaufen. Da muss man jetzt gucken, was man selber haben möchte. Da gibt es ja wirklich von dem blanken Sauerkraut bis hin schon fertig gewürztes Sauerkraut, je nachdem, was man da gerne machen möchte. Den Bacon wieder wegen seinem rauchigen Aroma. Wie vorhin schon bei den Linsen in feinere Würfel schneiden, dass wir wieder das Sauerkraut als Langform haben. Man sagt zum Beispiel, dass das Sauerkraut zum einen für die Gesundheit steht, aber die Länge der Fäden hat auch einen Einfluss auf die Länge des Lebens. Also wenn man das mit langen Fäden macht, hat man ein gesundes, langes Leben. Aber kurze Fäden schaden trotzdem nicht. Da das Sauerkraut immer recht weich ist, nehmen wir bei der Möhre jetzt die feineren Raspeln. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Zwiebel für den Geschmack. Geben wir wieder den Bacon zuerst rein. Anschwitzen, bis der Bacon so leicht glasig heller wird. Er wird dann ja hier so leicht weiß. Und dann können wir auch schon das Sauerkraut gleich mit in die Pfanne geben. Ja, je nach Sauerkraut und eigenem Geschmack muss man das dann natürlich wieder mit Zucker und Salz, Pfeffer abschmecken. Man kann das jetzt noch mit Kümmel würzen, wenn man das gerne möchte, für die Bekömmlichkeit. Es ist aber nicht notwendig. Und bei dem einem oder anderen Fertigsauerkraut ist der Kümmel eh schon mit drin. So, wären wir auch mit der Komponente fertig. Kommen wir zur Komponente 6. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Süße rein. Wir machen Bratäpfel. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.